Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part Deutsches Menschen 3. Das letzte Mal sind wir fast von einem Dinosaurier verspeist worden und heute werden wir noch in den Keller geschickt. Vielleicht lassen sie uns da ja noch nach einem Leck suchen, aber seht selbst. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Part und los geht's. Oh, oh yeah. Basement 2. Yeah. Oh yeah. Wasseranlage. Jetzt wird's nice. Hätte ich mir mehr erwartet. Ah, okay. Schraubenschlüssel. Hier gibt's jetzt in jedem Stock Diamanten zu finden. Juwelen. Auch ganz schön krass eigentlich. Was steht da oben? Da oben ist schon irgendwas. Ketten gesichert. Oh, ein Entchen wieder. Okay. Hol ihn dir. Oh, rein da. Oh, kann der da nicht rein? Kann der da rein? Auch nicht. Wie komme ich da rauf, bitte? Huh? Oh, ne. Oh. Oh, der Hillbilly. Was bringt sich das? Ah, da komme ich da raus. Kann ich das Schlüsselchen holen? Ne, das geht nicht. Hä? Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Kann die Klappe offen bleiben und kein Wasser rauskommen? Ne, er kann das weder aufsaugen noch anpusten. Das bringt sich auch null. Hier am Boden, da kann er nicht durch. Wir haben nichts, was wir ansaugen könnten. Wir bekommen auch vom Professor absolut keinen Tipp. Nicht drauf und das Spiel gibt mir keinen Hinweis mehr. Entweder ist es scheiße einfach oder ich bin scheiße blöd. Oh yeah. Oh fucking yeah. Oder beides. Hier, da. Scheiße, ich glaube, ich habe es gerade gesehen. Das war ein Papier, ich dachte mir, das ist eine Türe.
Oh nee, Mann. Und hier bekommt man auch den Schlüssel. Sag mal, da draußen schlaft ihr schon alle. Ich brauche eure Hilfe. Und beim Geist bekämpfen. Oh, jetzt habe ich deine Kinder ein. Aber da. Okay, warte mal. Die Pömpel. Ups. Ach du heilige Mariah, da sind aber sehr viele Ventile. Aber jetzt muss man ganz ehrlich sagen, der Doc hat auch schon mal öfter angerufen. Ja, ich weiß schon. Der sieht dann da unten, wo was hinläuft und das macht den Strom irgendwie oder so, oder? Oder auch nicht. So, jetzt muss ich da her. Ja. Oder das ab. Okay. Zwischendrin wäre vielleicht gut. Ah, gelb. Gelb? Das war knapp. Oh, ne, ne, den. Perfekt. Gib her, Kübelchen. Oh, der. So. Geht es einfach, wenn man nur will. Ja. So, wieder mit den Kollegen hier rein. Aha. Ups. Die Räume sind so geil gemacht. Ah, und über den kann ich dann hier runter. Dann muss er drüben abdrehen. Ja, jetzt gehe ich hier rein. Genau, dann muss er hier wieder umschalten. Zweiten. Und hier. Okay. Dann puste mal. Dankeschön.
Bitte sag, dass da ein Diamant drin ist. Oh nee, schon wieder nicht. Okay, dann wieder rauf auf den Weg und rüber gedreht. Ah nee, brauche ich gar nicht. Zur Hoch auf. Birnen wechseln. Ach du Scheiße. Habt ihr das Rohrleitungssystem gesehen? Shish? Ja, ja, wieder so krank. Oh, der Hund, hallo. Der Hund ist alles komplett egal. Good puppy. Good puppy. Ja, also mit Luigi können wir hier jetzt nicht viel anfangen. Du steckst ja ganz schön tief im Schlamassel, Luigi. Ja, stimmt. Umso besser, dass ich aus technischer Sicht gute Nachrichten verkündigen kann. Der Schreckweckflur ist wasserdicht. Dieser Geist hat mit dem Schalter den Wasserstand manipuliert, deshalb ist jetzt dein Weg blockiert. Probier doch mal den Abwasserkanal entlang zu laufen, um den Schalter zu erreichen. Du musst den Wasserstand wieder absenken, um den Geist verfolgen zu können. Was soll ich entlang laufen? Abwasserkanal. Wir müssen sowieso hier rein, oder? Anders wird mir nicht übel bleiben. Okay. Los geht's. Das muss ich sicher so häufig machen, bis das übergeht und dann kommt da was raus, oder? Okay. Nee, das kommt nicht. Kann ich hier auch was drücken? Ja. Okay, hier sind Schwimmen. Wie sagt man dieser aufblasbares Schwimmgedöns? Ja, wenn ich hier gehe, das gleiche. Okay. Das mit dem Kaffee bringt sich auch gar nichts. Schade, ärgerlich. Oh, oh, hier war was. Hallo? Hallo? Ah, warte mal. Hat sich dazu was getan, wenn ich. Aha. Na, das sieht schon anders aus. Das war gar, es kann nicht für nichts sein. Gibt's nicht. Dann weiter geht's. Oh, diese Geldverstecke. Da war noch die Schublade. Oh, wieder Geld. Aber ein Goldbarren ist viel mehr wert. Das ist circa um die 40.000 wert, also. So, Luigi. Ja, tschüss. Bitte aufsteigen. Ja. Alter, wie geil ist das, bitte? Oh, guck mal.
Oh. Nee, nee. Ah, wieso lenkst du so blöd? Saug das Ding jetzt ein. Ah, jetzt. Oh. Boah, da ist jetzt aber richtig was rausgekommen. Und hier rein. Das geht hoffentlich nach oben. Ja. Aber da hinter der Box war ja noch was, oder? Okay, dann ist mir das nur so vorgekommen. Scheiß drauf, weiter geht's. So. Oh. Oh. Das sieht nicht so extrem einladend aus, muss ich sagen. Setz mal hier rein. Hier. Oh. Wie komme ich an das? So mal nicht. Da werden wir uns noch ein bisschen was geht und alles holen. Oh, ich würde das so gern wissen, wie ich zu den Juwelen da hinten komme. Da die. Oh, kein Problem. Oh. Warte, ich muss kurz umschalten. Ist da schon wieder irgendwas? Ups. Oh ne, da bin ich rausgekommen, oder? Ja. Rein mit dir da. Perfekt. So, was passiert jetzt? Ah, okay. Oh, andere Richtung. Oh, nee, andere Richtung. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. So. Oh, nee. Ah, das geht, das geht. Das sieht schlimmer aus, als es ist. So, dann werden wir hier bei der Angelrute mal anziehen. Da gibt es sicher auch... Geht das? Ah ja, geht. Okay, hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Oh no. Das sind aber... Ja, das ist irgendwas, Leute. Da ist Pappmaschine aufgeklebt. Wieder von vorne anfangen, ich glaube, ein Schwein pfeift. Ah, okay, aber schon in der nächsten. In der nächsten Zone. Okay. Einmal.
Beleidigungen. Der Grabscher. Oh, das war's schon. Yeah. Oh nee, Sofluigi. Warte mal. Oh, was passiert jetzt hier? Ah, okay. Hier muss ich ihn hersetzen. Dann. Wo muss er denn hin? Gerade. Nee. Das muss er da rauf. Genau. Dann kann er sich den Schalter da selbst umlegen. Und den kann ich ihm jetzt umlegen. And that's my jam. Zack. Oh. Ja, da kommen die Schätze zum Vorschein. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass da oben auch noch so ein Teil zum Draufdingseln ist. Sehr gut, der Wasserstand ist wieder normal. Dann geh jetzt dahin zurück, wo du hergekommen bist und knöpfe dir den Techniker vor. Ja, mit Ruhe. Die Manten sind quasi gut, aber aus. Da unten kann man reingehen auch noch bestimmt, oder? Ja, lass mich doch. Lass mich doch in Frieden. Mich hätte ja vielleicht nur interessiert, ob vielleicht hier irgendwas drin ist, oder? Aber viele Diamanten habe ich da noch nicht gefunden. Hä? Das? Oh mein Gott, das war's. So, die liegen am Boden und bewegen sich durch Fische, die Idioten. Diese Geister. Diese Geister. Ja, super. Okay. Bin gerade von der Truhe gefressen worden. Aber was bringt sich das? Jetzt. Das bringt mir sogar gar nicht einmal so viel. Wie bekomme ich das jetzt wieder darauf? Ja, vielleicht geht das da drüben. Oh! Aha, okay. Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht? Ah, okay. Drei fehlen noch.
sind wir vorher gar nicht drauf gekommen. So einfach soll's gehen. Hallo? Er schläft schon wieder. Er ist so ein richtiger Faulbert. Schon wieder. Nee. Ach, das sind wir von vorne. Oh oh. Muss ich ihn jetzt wirklich mit dieser komischen... Ja, muss ich. Jo. Oh, hab's vergessen. Oh mein Gott, das ist richtig beschissen. Das ist nämlich richtig, richtig schwer zum Lenken. So, dann muss ich wieder rein ins Wasser. Komm jetzt. So, komm hin jetzt. X. Rüber. Ja, das dauert alles zu lange, Brain. Ich weiß nicht, ob wir damit dreimal auskommen oder ob wir viermal brauchen. Brauchen wir, glaube ich, viermal. Und ich stelle mich gerade so an, ich bin voll Idiot. Es ist so träge, das da im Wasser. Komm, fall jetzt schön hier rüben hin. Ja, das geht sich aus. Aber ich werde es sicher noch mal brauchen. Einmal muss ich schon machen. Ja. Jetzt muss ich an ihn ran. Jetzt so schnell wie möglich darüber. Lauf, 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 Forest, lauf. Jetzt aber. Das würde man nicht glauben, dass Luigi's Mansion schwer ist. Was ist das Geräusch? Das ist
so geil, weil das bringt sich nämlich irgendwas, wenn man mit so hinhört mit dem Kopfhörer. Hella. Das ist ein Duschvorhang. Unterwasser. Ja, dann hole ich mir den mal. So, jetzt könnt ihr Wetten abschließen. Wer stiehlt uns jetzt wieder den Knopf? Ja, gar keiner. Das ist mal was Neues. Dieses Level hat mich lange aufgehalten. Und ich weiß noch immer nicht, was das für einen Sinn hat, dass das hier mit Wasser voll ist. So, meine Freunde, das war's mit dem 13. Part Luigi's Mansion 3. Ich sag's euch, Leute, das nächste Mal, wenn ich einen Schwimmreifen sehe, dann bekomme ich wahrscheinlich davon Albträume, denn die Steuerung, die ist wirklich zum Haare ausraufen. Da werde ich im Urlaub wahrscheinlich Flashbacks bekommen. Ganz schön schwieriges Level, muss ich sagen. Darum muss ich mich heute ausruhen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und ciao.